Leute, herzlich willkommen zur Folge 250 von Let's Retro The Elder Scrolls 4 Oblivion. So, wir haben heute zwei Sachen vor und nicht zwingend heute, denn wir haben wieder eine Serie. Diese Serie besteht aus zwei Teilen, aber jede Folge dieser Serie dauert eine Stunde. So, und wir fangen auch gleich mit dem ersten Teil an. Der zweite Teil kommt ein bisschen später. Ich hoffe, es wird euch gefallen. So, wir brauchen jetzt erstmal für den ersten Teil, brauchen wir jetzt zwei Sachen. So. Au. So. Nein, halt, das ist nicht die richtige. So, wir brauchen... Was ist das da? Nee. Wir nehmen den da mit. Und den rüsten wir auch gleich aus. Und dann möchte ich schlafen. So, es ist jetzt 15 Uhr. Wir schlafen mal bis 22 Uhr, also 7 Stunden. Halt, 7. So, denn Leute, in Morrowind war es so, da sind wir einer Gilde beigetreten, die hieß Morak Tong. Und die Morak Tong, das war eine Gilde, die nahm offizielle Aufträge für Attentate entgegen. Es war eine Assassinengilde. Aber... diese Gilde hatte Ehre und Stolz. Sie hat nicht wahllos ermordet und oder für jeden, sondern nur für die Häuser der Dunmer, die Häuser Warenfels. Diesen Stolz, diese Ehre werfen wir heute über Bord. Heute gehen wir in die Dunkelheit, denn ab heute werden wir wahllos morden. Und ich habe mir überlegt, wir werden unser erstes Opfer. Unser erstes Opfer wird sie sein. Wir werden sie mit ihrem Mann vereinen. So. Das war's. Eure Mordtat wurde von unbekannten Mächten bemerkt. Erline Liria. Mal sehen. Liras Schlüssel, 41 Gold. Den Rest lassen wir. So. Dann würde ich sagen, nach getaner Arbeit gehen wir doch jetzt wieder schlafen, auch wenn wir gerade 7 Stunden geschlafen haben. Aber wir sind jetzt gerade so voller Stress, da müssen wir gleich nochmal schlafen. Und dann haben wir gerade einen Menschen ermordet. So. Schlafen wir 8 Stunden. Für einen Mörder schlaft ihr sehr tief. Das ist gut. Ihr braucht ein reines Gewissen für das, was ich euch vorschlagen werde. So. Wer seid ihr? Erklärt euch jetzt oder sagen wir nichts? Was machen wir? Wir sagen nichts. Ihr bevorzugt also die Stille. Genau wie ich, mein Kind. Genau wie ich. Denn ist nicht die Stille die Symphonie des Todes? Die Instrumentation von Sithis selbst? Welch eine Ironie, dass ich hier nun als Sprecher der dunklen Bruderschaft vor euch stehe. Mein Name ist Lucien Lachance und meine Stimme ist der Wille der Mutter der Nacht. Sie hat euch beobachtet, sie hat zugesehen, wie ihr tötet, hat sich daran erfreut, wie ihr Leben beendet, ohne Mitleid oder Reue. Die Mutter der Nacht ist sehr zufrieden. Daher stehe ich nun vor euch. Ich habe ein Angebot für euch, eine Gelegenheit, unserer recht einzigartigen Familie beizutreten. Okay. Wir sagen weiter. Also bitte fahren Sie fort, Herr Lachance. Nein. Ich höre oder wir sagen wieder nichts. Ich habe also eure ganze Aufmerksamkeit. Hervorragend. Hört nun gut zu. Auf dem Grünweg, nördlich von Braville,
liegt die Schenke zum schlechten Omen. Dort werdet ihr einen Mann namens Rufio antreffen. Tötet ihn und eure Aufnahme in die dunkle Bruderschaft ist vollendet. Tut dies. Und wenn ihr das nächste Mal an einem Ort schlaft, den ich als sicher erachte, zeige ich mich euch wieder und bringe die Liebe eurer neuen Familie. Aber ich bin kein Mörder. Wir haben gerade jemanden ermordet. Rufio wird doch meine Hand sterben. Wir sagen nichts. Bitte nehmt dieses Zeichen der dunklen Bruderschaft. Diese Klinge ist noch unberührt und es dürstet sie nach Blut. Mag sie euch gute Dienste erweisen, wie euer Schweigen es wird. Damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe ehrlich, dass wir uns schon bald wieder treffen. Okay, Quest eingefügt. Ein Messer im Dunkel. Kartenmarkierung hinzugefügt. Klinge des Leids hinzugefügt. Dunkle Bruderschaft. Habt ihr nicht von der dunklen Bruderschaft gehört? Die erbarmungslose Gilde bezahlter Meuchelmörder? Werdet Mitglied. Und ihr werdet sehen, dass die dunkle Bruderschaft viel mehr als das ist. Mehr als alles andere sind wir eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Wir töten für Geld, aus Freude und zur Ehre des fürchterlichen Vaters Sithis. Wir sind eine Familie mit Banden aus Blut und Tod geschmiedet. Mutter der Nacht. Wir lobpreisen unsere gottlose Hüterin. Aus ihrem beschatteten Schoß sind wir geboren. Ihre Brust nährt uns Bosheit und Schmerz. Sie liebt ihre Kinder. Sprecher. Ja, ich bin ein Sprecher, ein Repräsentant der dunklen Bruderschaft. Meine Stimme ist die Stimme der schwarzen Hand, dem leitenden Organ unserer Organisation. Eine meiner Pflichten ist es, außergewöhnliche Individuen wie euch zu finden und ihnen einen Platz in unserer Familie anzubieten. Rufio. Wisset, dass Rufio alt und schwach ist und den ganzen Tag nur schläft. Ihr könntet ihn töten, ohne dass er erwacht, wenn ihr wolltet. Okay. Euer Weg ist eindeutig. Bringt Rufio den Tod und die dunkle Bruderschaft wird euch als Familienmitglied aufnehmen. Jetzt ist er unsichtbar, haha, aber das ist egal, wir sehen ihn trotzdem. Haha. Jetzt ist er weg. Na gut. Dann machen wir jetzt erstmal unsere Tür hier wieder zu. Dann legen wir den dätherischen Dolch ab, den brauchen wir jetzt. Oh, wir sollten ihn aber vorher reparieren. So, jetzt wird er abgelegt. So, und wir haben jetzt diese Klinge des Leids. Sieht aus wie eine Ebenerzklinge. Wiegt null. Geil. Nun gut. Machen wir das doch. Treten wir dieser neuen Familie bei. So, nördlich von Braville, sagt er. So, Braville ist, glaube ich, rechts. Da. Schenke zum schlechten Omen. Ihr habt diesen Ort noch nicht gefunden. Mist. Dann... Der kürzeste Weg ist wahrscheinlich hier über die Braunschimmelstelle. Laufen wir mal eben hin. So, nach Norden. Machen wir es ein bisschen heller. Ist offenbar ein Gewitter. Und ich dachte schon, es wäre wieder ein Oblivion-Portal. Das würden wir aber jetzt tatsächlich links liegen lassen. Gut, da könnten wir jagen, aber auch die lassen wir links liegen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Die dunkle Bruderschaft. So, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Ja. So, hier ist irgendwo eine Höhle. Aber das ist mir egal.
Ah, da rechts ist sie. Die sieht man so schön. Da ist jemand. Das sieht nach einem Bandit, ein Minotaurus. Den werden wir mit unserem Bogen besiegen. Geschafft. So, drei unserer Eisenpfeile kriegen wir zurück und ein Minotaurenhorn. So, weiter geht's. Die Schenke ist bestimmt bald in Sichtweite. Naja, etwas mehr als die Hälfte haben wir zumindest schon geschafft. Da steht noch einer. Bleib stehen, dann tue ich mich leichter. Sehr schön. Habe ich nicht getroffen? Hey. Wo ist der hin? Da. Wieso ist er nicht in den Boden gegangen? Naja. Stahlkriegshammer. Nehmen wir mit. Ach, da, bei dem anderen haben wir gar nicht gesehen, ob der eine Waffe hat. Na, egal. Ah. Oh, gut, ein Oblivion-Portal ist dort in der Nähe, aber wir sehen die Schenke. Sie ist schon ganz nah. Da ist sie. Schenke zum schlechten Omen. Okay. So. Privatquartier. Da soll mich doch der Klabautermann. Ein Kunde. Ja, Mannheim Schmetterfaust. Wir haben jede Menge Kammern, wenn ihr eine wollt. In letzter Zeit wohnt hier niemand, außer dem alten Rufio. Ja. Lasst euch Zeit. Mag er nicht, mag er nicht. Mag er. Die beiden mag er. Der war gut. Das ist ein schönes Kompliment. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. Rufio. Rufio? Er ist ein alter Kauz. Wohnt hier seit ein paar Wochen. Wenn ihr mich fragt, versteckt er sich vor irgendetwas. Aber was geht es mich an? Er bezahlt seine Zeche. Sein Zimmer ist im Untergeschoss in den Privatgemächern, wie ich es gerne nenne. Geht durch die Luke im Boden hier. Aber erwartet keinen herzlichen Empfang. Gerüchte. Seid ihr schon einmal einem Landdrück begegnet? Wir nennen sie Billys. Warum, weiß ich auch nicht. Besser, ihr haltet euch von ihnen fern. Ja. Schenke zum bösen Omen. Ein schrecklicher Name für ein Gasthaus, ich weiß. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, ihn zu ändern. Abgesehen davon gefällt mir das Schild. Bett. Ein Bett? Gut. Natürlich. Aber natürlich. Ich habe eine kleine Kammer frei. Nur die Treppe hinauf. Die erste Türe links. Nur 10 Goldstücke. Was meint ihr? Ich nehme es. Also gut. Alles ist bereit. Denk daran, die erste Türe links. Okay. Auf Wiedersehen. Und vergesst nicht, ihr seid hier stets willkommen. Da ist jemand drin. Ja, hier darf man wirklich nicht zu viel warten. Das ist nur ein Laken auf dem Boden. Naja, gut. Wie viel Uhr ist es? 6 Uhr? Ach, egal. Gehen wir mal hier runter. Hier nicht. Hier auch.
Charakter. Können wir rein? Der ist wach. Das finde ich aber nicht toll, dass der jetzt wach ist. Ich speichere mal. So, wo ist unsere neue Klinge? Klinge des Leids. Macht 6 Punkte Schaden. Der Mann namens Rufio ist tot. Wenn ich das nächste Mal schlafe, wird Lucien Lachance mich noch einmal aufsuchen und meine Aufnahme in die dunkle Bruderschaft vervollständigen. Diese Mission aktiv schalten. Ah! Ich habe das, glaube ich, vorher noch gar nicht gelesen, oder? Hier, als ich schlief, suchte mich Lucien Lachance auf. Ein Vertreter für die Meuchelmördergilde namens die dunkle Bruderschaft. Er sagte, wenn ich seiner Familie beitreten will, muss ich zur Schenke zum schlechten Omen gehen, dort einen Mann namens Rufio finden und ihn umbringen. Wenn ich Rufio einfach in Frieden lasse, wird Lachance mich nie mehr aufsuchen. Tja. Mal sehen, 5 Gold hat der. Tja, ich glaube, der ist tot. So, da scheint ein Oblivion-Portal in der Nähe zu sein. Aber das ist mir egal. Wir reisen jetzt wieder nach Hause. Eine Münze für einen alten Bettler. Ich dachte gerade, ich hätte jemand Unsichtbares gesehen. Naja, habe ich mich wohl getäuscht. Aber Moment mal, wir können ja den Stahlkriegshammer, können wir hier... Wir sollten unsere Ausrüstung mal reparieren. Nach getaner Arbeit. Und dann können wir hier den Stahlkriegshammer reinlegen. Den haben wir, glaube ich, eh noch nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Super! So. Die Minotauren, ja gut, die haben wir halt noch, aber egal. So, eine Stunde reicht. Die Tat ist also getan. Woher ich das weiß? Ihr werdet sehen, dass die dunkle Bruderschaft eine Menge weiß. Denn ihr seid nun ein Teil der Familie. Wir sagen wieder nichts. Das gefällt mir. Nun achtet auf meine Worte. Indem ihr Rufio erschlugt, unterschriebt ihr einen besonderen Vertrag. Die Art der Exekution war eure Unterschrift und Rufios Blut diente als Tinte. Mir als dem Sprecher der Schwarzen Hand untersteht eine besondere Gruppe innerhalb unserer Familie. Ihr werdet dieser Gruppe beitreten und die erhaltenen Aufträge erfüllen. Als nächstes müsst ihr euch nach Chardinal begeben, in das verlassene Haus in der Nähe der östlichen Stadtmauer. Geht in den Keller und versucht, die schwarze Tür dort zu öffnen. Jemand wird euch eine Frage stellen. Antwortet so. Sanguin, mein Bruder, so erhaltet ihr Zutritt zur Zuflucht. Sprecht dort mit Ocheva. Es ist nun die Zeit des Abschieds für uns, denn es ist vieles noch zu tun. Ich werde eure Laufbahn verfolgen. Willkommen in der Familie. Super. Rufio. Rufio ist tot. Gute Arbeit. Die Familie wird euch nun mit offenen Armen aufnehmen. Super, wir haben eine neue Familie. Bunt. Wisset dies. Jeder dunkle Bruder und jede dunkle Schwester sind Kinder der Sithis. Er, den wir Sithis nennen, trägt viele andere Namen. Chaos, Verdammung, Zwietracht. Sithis ist die Lehre. Wir von der dunklen Bruderschaft dienen der Mutter der Nacht, der Braut von Sithis. Die Mutter der Nacht führt ihre Kinder mit einer fürchterlichen schwarzen Hand.
Die schwarze Hand ist das leitende Organ der dunklen Bruderschaft. Es besteht aus einem Zuhörer und 4 Sprechern, 4 Finger und 1 Daumen, wenn man so will. Als Mitglied der dunklen Bruderschaft müsst ihr die 5 Gebote befolgen. Sie sind die Gesetze, die uns leiten und schützen. Espositis. Wie beschreibe ich am besten unseren fürchterlichen Vater? Stellt euch eine perfekte, wolkenlose Mitternacht vor, kalt wie Eis und in Schatten gehüllt. Das ist Sitis. Tja, also da es gerade wieder Sommer wird und es vorgestern erst 40 Grad oder so hatten, stelle ich mir das sehr angenehm vor. 5 Gebote. Dies sind die 5 Gebote. Erstes Gebot. Entehrt niemals die Mutter der Nacht. Diese Handlung erweckt den Zorn von Sitis. Zweites Gebot. Verratet niemals die dunkle Bruderschaft oder ihre Geheimnisse. Diese Handlung erweckt den Zorn von Sitis. Drittes Gebot. Missachtet niemals den Befehl eines höhergestellten Mitglieds der dunklen Bruderschaft. Diese Handlung erweckt den Zorn von Sitis. Viertes Gebot. Stehlt niemals die Besitztümer eines dunklen Bruders oder einer dunklen Schwester. Diese Handlung erweckt den Zorn von Sitis. Fünftes Gebot. Tötet niemals einen dunklen Bruder oder eine dunkle Schwester. Diese Handlung erweckt den Zorn von Sitis. Den Zorn von Sitis kann man aber ganz schön oft erwecken. Ihr seid nun eins mit der dunklen Bruderschaft. Besucht Ocheva in der Jardinal-Zuflucht und euer neues Leben wird beginnen. Dann macht er sich wieder unsichtbar. Gut, machen wir doch glatt mal. So, da. Ich muss jetzt zum verlassenen Haus in der Stadt Chardinal gehen und versuchen, die Tür im Keller zu öffnen. Wenn ich gefragt werde, muss ich antworten, Sanguin, mein Bruder, um Zugang zur geheimen Zuflucht der dunklen Bruderschaft zu erlangen. Sobald ich im Inneren bin, sollte ich mit Ocheva sprechen. Ach, warte mal, ich muss ja auch noch reisen. So, gehen wir doch gleich mal hinein. Athletik hat sich verbessert. Oh, wir sollten... Toll, jetzt haben wir heute schon so oft geschlafen. Ach Mist, das geht ja gar nicht. Können wir erst später. Verlassenes Haus. Sieht jemand zu? Die da sieht zu. Jetzt nicht mehr. Oh Mist. So. Verlassener Keller. Sehen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Das ist, sieht irgendwie verlassen aus, ja? Ein Brotleib. Der schimmelt schon. Die Wasser von Oblivion, ne? Das kennen wir schon. Naja. Wieso kann ich... Jetzt geht's wieder. Verlassener Keller. Eine schöne Erweiterung. Hier wird's rot. Blatter Blut. Ich schätze mal, das ist die Mutter der Nacht. Sie hat ein Kind. Und das hier sind nicht ihre Kinder, da sie sie mit einer Waffe bedroht. Und das hier ist der Sitis. Und das ist die Hand. Uralte schwarze Tür zur dunklen Bruderschaft. Zuflucht. Welche Farbe hat die Nacht? Eine mysteriöse Stimme stellt eine Frage. Welche Farbe hat die Nacht? Sanguin, mein Bruder. Ich
habe Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft erlangt. Ah, von hier aus sieht das genauso aus. Willkommen daheim. Danke. Ocheva. Seid gegrüßt, Bruder. Seid gegrüßt. Ich bin Ocheva, die Herrin dieser Zuflucht. Lucien hat mir alles über euch erzählt. Ich heiße euch bei der dunklen Bruderschaft willkommen. Ihr seid nun in unserer Zuflucht. Möge sie euch als neues Zuhause und Ort der Sicherheit und Gemütlichkeit dienen, wann immer ihr einen solchen benötigt. Wenn ihr zur Arbeit bereit seid, sprecht mit Vicente Valtieri. Er ist für alle Aufträge für neue Familienmitglieder zuständig. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk eurer neuen Familie an. Eine einzigartige Rüstung, leichter als normales Leder und so schwarz wie die Nacht. Doch ich halte euch schon viel zu lange auf. Vicente wartet schon. Ihr findet ihn in seinem Quartier. Geht jetzt, mein Kind, und möge Setis mit euch sein. Okay. Eingehüllte Rüstung erhalten, eingehüllte Kappe. Quest beendet, ein Messer im Dunkel. Quest angefügt, willkommen zur Familie. Super. Erzählt weiter. Oh, die machen uns schon zu 100. Lucien Lachance. Lucien kommt nicht oft hierher. Seine Pflichten bei der Schwarzen Hand erfordern seine ganze Hingabe. Deshalb hat er mir die Aufgabe übertragen, in der Zuflucht nach dem Rechten zu sehen. Mutter danach. Wer die Dienste der dunklen Bruderschaft in Anspruch nehmen möchte, muss ein Ritual für die Mutter der Nacht ausführen. Nur dann erhört sie die Gebete der Mörder. Es ist ein uralter Ritus, dieses schwarze Sakrament. Im ganzen Kaiserreich flehen Menschen tagtäglich die Mutter der Nacht an, die Leben anderer zu beenden. Wenn jemand das Ritual ausgeführt hat, nimmt ein Sprecher Kontakt zu ihm auf. Gold wechselt seinen Besitzer und die Einzelheiten werden besprochen. So war es schon immer. Sittes. Diese Narren in der Kirche und ihre sogenannten neuen Göttlichen. Es gibt keine Gottheit jenseits der ewigen und schrecklichen Herrschaft unseres fürchterlichen Vaters Sittes. Zuflucht. Dies ist nicht die einzige Zuflucht der dunklen Bruderschaft. In ganz Cyrodiil sind andere verborgen. Jeder steht ein Sprecher der Schwarzen Hand vor. Gerüchte. Ich habe Gerüchte gehört. Im letzten Jahr sollen einige Mitglieder der Familie ermordet aufgefunden worden sein. Könnte sich unter den Meuchelmördern ein Meuchelmörder befinden? Ja, vielleicht. Geht nun, geschätztes Familienmitglied, und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Ja, ich möchte die Rüstung anziehen. Eingehüllte Kappe und eingehüllte Rüstung. Die hat macht Schleichen, Illusion, Schütze, Schwertkampf und Akrobatik. Und die hat Schleichen, Illusion, Schütze, Schwertkampf und Akrobatik. Insgesamt dann 10 Punkte. Die würde ich allgemein auch gerne tragen, statt der hier. Dann haben wir zwar kein Leben entdeckt mehr, aber egal. Aber mir. Sie hat genauso viel Rüstung, wiegt weniger, aber hat bessere Werte, finde ich. Und das hier hat halt leider. Naja, ist eigentlich auch besser. Aber halt, wo ist unser. Ach, den sehen wir schon wieder nicht mehr. Ah. Naja. Egal. Aber der hat halt leider keine Stärke drauf. Dunkler Wächter. Ja. So, wie sehen wir jetzt eigentlich aus? Ja, sehr schön. Die 5 Gebote. Ah ja. So, da geht's zu den Wohngemächern. Da sind auch noch ein paar Bücher. Ich möchte euch in dieser Zukunft begrüßen, mein neuer Bruder. Hallo, Bruder. Ich heiße euch in unserer Familie willkommen und an diesem Zufluchtsort. Fühlt euch hier wie zu Hause, liebevoll umarmt von der Mutter der Nacht. Oh, das ist aber nett.
Sicherlich. Mag er nicht. Ich glaube, die beiden mag er. Bitte nicht, das tut mir leid. Erzählt nicht so... Wohl kaum. Ja, ich verstehe. Ja, die beiden mag er. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir... Bitte nicht... Was? Wohl kaum. Verstehe. Lucien eine Chance. Ocheva und ich kennen Lucien schon aus Kindertagen. Er hat uns in den Weisen der Schattenschuppen unterrichtet und ist wie ein Vater für uns. Mutter der Nacht. Die Mutter der Nacht ist die unheilige Ziehmutter der dunklen Bruderschaft. Sie leitet unser Handeln, so wie der fürchterliche Vater Sitis einst ihres geleitet hat. Schattenschuppe. In der argonischen Heimat Schwarzmarsch werden jene, die unter dem Zeichen des Schattens geboren werden, direkt nach ihrer Geburt zur dunklen Bruderschaft gebracht. Jeder Schattenschuppenjüngling wird in den Künsten der Heimlichkeit und des Meuchelmordes ausgebildet und verbringt sein Leben im Dienst des mächtigen Königreichs Argonien. Jede Schattenschuppe, die die Volljährigkeit erreicht, wird als vollwertiges Familienmitglied in die dunkle Bruderschaft aufgenommen. So war es bei mir und bei Ocheva. Tja, Sitis. Wer Sitis ist, fragt ihr. Manche nennen ihn den fürchterlichen Vater. Die dunkle Bruderschaft ist vor sehr langer Zeit aus einer furchtbaren Liebe entstanden. Zuflucht. Ich habe gehört, dass der Graf von Chardinal Informationen über diese Zuflucht hat, aber er erhält viel Gold sowie andere Vergünstigungen, damit er den Mund hält. Tja. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten, lieber Bruder. Immer doch. So, hier kommen wir dann, das ist der Brunnen. Irgendwann können wir da auch mal durch. Ich habe so Antoinette viel von Marie. Gehört. Willkommen in unserer Familie. Willkommen, mein Bruder. Wie schön, euch endlich zu treffen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung bei euch. Hallo, Schwester. Erzählt weiter. Da geht gar nichts mehr. Lucien Lachance. Ich werde Lucien Lachance immer als meinen Retter in Erinnerung behalten. Als er mich fand, lebte ich in der Gosse, nur einen Schritt vom Tod entfernt. Ich verdanke ihm alles. Mutter der Nacht. Ich habe mich immer gefragt, wer die Mutter der Nacht in Wirklichkeit ist. Manche sagen, sie sei eine alte Frau, die irgendwo hier in Cyrodiil lebt, aber ich bin mir nicht sicher. Gerüchte. Sagt es niemandem, aber eines Tages werde ich an Ochevas Stelle rücken. Habt Geduld und ihr werdet sehen, Lucien Lachance erkennt großes Talent sofort. Tja, Sitis. Manchmal, kurz vor einem Mord, spricht Sitis mit mir. Er flüstert in mein Ohr und füllt mein Herz mit den Freuden von Leiden und Tod. Ja, Zuflucht. Habt ihr jemals auf der Straße gelebt und ums nackte Überleben gekämpft? Diese Zuflucht ist mein Zuhause. Hier habe ich die Sicherheit und die Liebe gefunden, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Das ist doch nett. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, ihr wisst schon. Ja, dir auch viel Glück, Schwester. Was hast du vor? Unser Credo. Sind euch unsere Geheimnisse nichts wert? Ja, ja, natürlich sind uns unsere Geheimnisse wichtig. Ich habe sie immer streng gehütet. Trainingsraum. Wie schön, euch zu sehen. Braucht ihr irgendetwas? Nein. Eure Anwesenheit ehrt mich. Bruder. Einige unserer Aufträge erfordern Feingefühl. Ihr müsst zumindest versuchen, die angebotenen Boni zu verdienen. Zulagen? Vergesst es. Gold und Zauberdinge sind kein Ersatz für die Freiheit, überall und jederzeit jemanden totschlagen zu dürfen. Oh, Gogron. Eure Methoden mögen ungeschlacht sein, aber ihr tragt das Herz am rechten Fleck. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Danke. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Teel Endril, eine Waldelfe und ergebene Tochter von Sitis. Ich hoffe, dass unsere Zuflucht euren Vorstellungen entspricht. Oh ja. Lasst euch Zeit. Mag sie nicht. Okay, die beiden mag sie. Ich kämpfe nicht gegen euch. Ich kämpfe nicht gegen dich. Wohl kaum.
Das ist nicht schlecht. Zuflucht. Um ehrlich zu sein, vermisse ich die riesigen Ulmen meiner Heimat Valenwald. Aber ich wurde vor langer Zeit von dort verbannt. Aufgrund von Taten, über die ich nicht sprechen möchte. Dies ist jetzt meine Heimat. Okay, Gerüchte. Ich sollte das wirklich nicht tun. Aber na gut. Gogron hatte als Kind ein kleines Kaninchen. Er streichelte das Ding so fest, dass er ihm den Schädel eindrückte. Was für ein Grobian. Das ist ja fies. Lucien oder Chance? Eigentlich hat Lucien mich nicht rekrutiert. Zumindest am Anfang nicht. Er wollte mich töten. Mein Vater wollte meinen Tod und er heuerte die dunkle Bruderschaft dafür an. Ich entkam Lucien und zahlte meinem Vater seinen Verrat heim. In jener Nacht unterbreitete Lucien mir ein Angebot, das ich einfach nicht ausschlagen konnte. Tja, Mutter der Nacht. Unsere Fürstin ist eine äußerst alte und mächtige Elfe. Eines Tages, wenn ich ein Zuhörer der Schwarzen Hand bin, werde ich ihr wunderschönes und unheiliges Äußeres zu Gesicht bekommen. Ah ja. Sittis. Vor langer Zeit, in einem längst vergessenen Zeitalter, kam Sittis zu der Mutter der Nacht und zeugte mit ihr 5 Söhne. Die dunkle Bruderschaft entstand also aus seiner Liebe. Tja. Mögen eure Pfeile immer ins Schwarze treffen. Ja, das wünsche ich mir auch. Willkommen. Willkommen in der Familie. Ich würde euch ja umarmen, aber Ocheva hat es mir untersagt. Ach, deine Umarmung halten wir doch locker aus. Lasst euch Zeit. Mag er nicht. Mag er... Ich glaube, die beiden mag er. Ich glaube es nicht. Ich kämpfe nicht gegen euch. Wortgewandt hat sich verbessert. Macht ihr... Wo habt ihr den her? Das ist gut. Gut, ich glaube euch nicht wirklich. Das mir reicht mir. Zuflucht. Ihr kennt ja die Redensart. Zu Hause ist dort, wo du den Kopf deines Feindes aufhängst. Nein, die kannte ich nicht. Ich habe einmal erlebt, wie Lucien mit einem aufsässigen Bruder umgegangen ist, der gegen die Gebote verstoßen hatte. Ich brauchte eine Woche, um das Blut von meinen Stiefeln zu entfernen. Mutter der Nacht. Ich weiß nicht, wer die Mutter der Nacht ist, aber sie bezahlt mich dafür, Leute umzubringen. Hätte meine eigene Mutter mich doch so sehr geliebt. Sittis. Wahrhaftig? Ich habe nie wirklich verstanden, wer oder was Sittis wirklich ist. Solange ich die Gebote befolge und meine Aufträge erfülle, sollte er zufrieden sein. Na gut. Gute Jagd, mein Bruder. Danke. Macht, dass ihr wegkommt. Rat starr. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist. Nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Ocheva mich dazu zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Okay. Bei Sittis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! Bogen des Höllenfrosts. Oh, cool. Magierfluchpfeil. Perditionszorn. Silberpfeile. Oh, ich glaube, die die möchte ich tatsächlich kaufen. Jetzt erstmal feilschen. Nehmen wir auf 77. Kaufen wir uns mal die Silberpfeile. Ihr habt mich schön über... Dann hätte ich auch gerne diese Magierfluchpfeile. Ihr versteht zu... Die möchte ich nicht. Auge von Sittis. Leben in der... Nein, danke. Hände der Mitternacht. Nö. Passt schon. Sonnenschaden 30 Punkte an selbst. Das ist heftig. Die 5 vergiftete Äpfel. Tödliches Gift umgeht Giftresistenz. Nein, lasse ich lieber. Die haben bereits eine Seele drin. Ach, die 30 Dietriche kaufe ich. Einfach so. Das war viel. Und die Reparaturhemme auch. Okay. So. Packt euren Kram und geht!
Ja. Bei Sitis, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilung! So, jetzt möchte ich mal nachsehen. Gibt es hier irgendwas mit Illusionen? Wir haben immer noch keinen Illusionszauber. Naja, irgendwas, was wir auch zaubern können. Nein, wir haben immer noch keinen Illusionszauber. Infovision und Chamäleon wären das. Naja. Schade. Toll, danke. Alte Holztür. Ha. So, und... Ah, und hier ist... da seid ihr. Ist die... Wie schön, euch endlich zu treffen. Ja. Vincent Valtieri. Bevor wir mit dem reden, mit dem geht's ja mit den Questen weiter, würde ich gerne noch in die anderen Räume gehen. Hallo, Intrigant. Ja, ich bin jetzt nicht gekommen, hier alles auszurauben. Tenava. Telendril. Oh, die sieht ja fast schon hübsch aus ohne ihre Rüstung. Merkt man da gar nicht, wenn sie trägt. Okay, dann gehen wir in den Trainingsraum. Halt, Moment mal. Wir könnten mal kurz eine Stunde schlafen. Wir schlafen einfach hier. Gehört ja niemand, oder? Antoinette Marie, Mist. Tenava. Mist. Mist. Lol, die schläft wirklich in ihrem Bett. Mist. Okay, das wird hoffentlich keiner merken. Ich speichere auch. Ich schlafe ja auch nur eine Stunde. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 28. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als habe man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolgs selbst verdient habt. Ein Punkt Glück beeinflusst alles, was sie tun, hat aber keinen Einfluss auf ihre Fertigkeiten. 77 Punkte. Die meisten Punkte haben wir bei Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Da würde ich dann... Oder wo haben wir am wenigsten Punkte? Haben wir bei... bei Stärke. Dann nehmen wir Stärke, aber da kriegen wir leider nur einen Punkt. Beeinflusst, wie viel sie tragen können. Ihre Ausdauer, ihre anfängliche Lebensenergie, den Schaden, den sie mit Nahkampfwaffen anrichten können. Zuständig für die Fertigkeiten stumpfe Waffen, Klingenwaffen und Nahkampf. 62 Punkte. So, dann machen entweder Geschicklichkeit oder Schnelligkeit. Ich würde hier tatsächlich auf Schnelligkeit gehen wollen. Oder? Oder Geschicklichkeit? Geschicklichkeit. Einfach weil wir da am meisten haben. Beeinflusst ihre Geschicklichkeit, ihre Balance und ihre Gesamtausdauer. Zuständig für die Fertigkeiten Sicherheitsschleichen und Schießen. So. Halt, vielleicht ist ja jetzt jemand hierher gekommen, während wir geschlafen haben. Ja. Die schläft immer noch. Intrigant. Die hackt irgendwas aus, diese Ratte, bestimmt. Ah, da trainiert sie. Und da ist er. Und sonst ist hier gerade niemand. Okay, mal sehen, vielleicht ist hier jetzt noch jemand. Nein. Nachdem wir geschlafen haben, ist ja vielleicht jemand hierher gekommen. Nein. Das ist die Ocheva. Haben wir also mit allen geredet. Okay. So, ich muss einen Auftrag von Vincent Valtieri annehmen. Seid herzlichst gegrüßt. Ich nehme an, ihr habt bereits mit Ocheva gesprochen. Ich bin Vicente Valtieri. Ich organisiere die Aufträge für alle neuen Mitglieder der Familie. Bitte lasst euch von meiner Erscheinung nicht beunruhigen. Die Bedürfnisse und Gebote der dunklen Bruderschaft kommen vor meinen eigenen Bedürfnissen als Vampir. Wenn ihr nun bereit seid, mit der Arbeit zu beginnen, gebe ich euch euren ersten Auftrag. Okay.
Mal sehen. Lasst euch Zeit. Oh, gehe ich gar nicht mehr. Gerüchte. Der Graf von Skingrad ist nicht ganz der, der er zu sein scheint. Sagen wir einfach, nicht nur ich mag seine Abende. Okay, Vampir. Ich wurde vor 300 Jahren vom Vampirismus heimgesucht, als ich auf einer Expedition tief im Aschland von Wardenfell unterwegs war. Fast 100 Jahre lang jagte ich im Verborgenen, bis die dunkle Bruderschaft mich fand. Heute habe ich eine Familie, die meine einzigartige Begabung nicht nur akzeptiert, sondern zu schätzen weiß. Eines Tages, vielleicht, wenn ich glaube, ihr habt es verdient, gebe ich euch eine Chance, zu einem Jäger der Nacht zu werden. Ah ja. Das heißt, er arbeitet schon seit 200 Jahren für die dunkle Bruderschaft. Krass. Zuflucht. Diese Zuflucht gibt es schon länger, als ich der dunklen Bruderschaft angehöre, und das ist 200 Jahre her. Boah. Die ist noch älter. Krass. Lucien Lachance. Als ich in die Familie kam, wurde diese Zuflucht von einem anderen Sprecher geleitet. Lucien übernahm, als sie beim Erfüllen eines Auftrages getötet wurde. Okay. Mutter der Nacht. Die Mutter der Nacht spricht nur mit einem einzigen Mitglied der dunklen Bruderschaft, dem Zuhörer der schwarzen Hand. Und wenn unsere Herrin spricht, dann folgt der Tod. Na, das möchte ich doch hoffen. Sittis. Sittis ist die Dunkelheit seit Unzeiten. Er ist kein Daedra und lebt nicht im Reich von Oblivion. Nein, Sittis ist etwas völlig anderes. Okay. Auftrag. Ein Auftrag ist ein geheimer Pakt mit der dunklen Bruderschaft. Sie geben uns Gold und wir eliminieren eine Person. Ein Auftrag wird durch einen erfahrenen Meuchelmörder wie euch ausgeführt, der die Verpflichtung der dunklen Bruderschaft gegenüber unseren Kunden erfüllt. So war es schon immer. Bei der Ausführung eines Auftrags könnt ihr euch einen Bonus verdienen, wenn ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Nun lasst uns beginnen. Ich weiß nicht, was ihr von Piraten haltet, aber ihr müsst einen töten. Einen Kapitän, um genau zu sein. Auf seinem Schiff, umgeben von seiner Mannschaft. Wie sieht es aus? Null Problemo. Ja. Hervorragend. Ihr müsst Folgendes tun. Geht zum Hafenviertel der Kaiserstadt. Dort liegt ein Schiff vor Anker. Die Marie Elena. Geht an Bord des Schiffes und sucht den Kapitän Gaston Tussaud. Er hält sich vermutlich in seiner Kajüte auf. Tötet Tussaud auf beliebige Weise. Die Piraten sind dabei, ihr Schiff zu beladen. Ihr könnt euch möglicherweise in einer der Kisten an Bord schmuggeln. Ach, und noch etwas. Fragt eure Brüder und Schwestern nach aktuellen Aufträgen. Ihr Rat kann sehr wertvoll sein. Okay, Auftrag. Als Pirat hat Gaston Tussaud sicherlich eine Menge Blut vergossen. Jemand ist auf Rache aus und hat uns angeheuert, um sie auszuführen. Gut. Ein feuchtes Grab. Halt, was ist mit dem anderen? Ich habe einen Auftrag von Vincent Valtieri angenommen. Wow. Und hier... Ich habe Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft erlangt und ich habe mit Ojeva gesprochen. Ah ja. Na gut, dann... Ich muss zum Hafenviertel in der Kaiserstadt gehen... und mir Zugang zum Piratenschiff Marie Elena verschaffen, damit ich Kapitän Gaston Tussaud töten kann. Ich könnte mich vielleicht mit der Fracht an Bord schmuggeln, in einer der Frachtkisten. Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. Immer noch, lieber Bruder. Unsterblicher, uralter Bruder, aber Bruder. Wie ich sehe, habt ihr den Auftrag von Vicente angenommen. Sehr gut. Jedes Leben, das ihr nehmt, stärkt Sittis und lässt die Bruderschaft aufblühen. Schattenschuppe. Wie ich sehe, habt ihr mit Tehinava gesprochen. Was er sagt, stimmt. Unser ganzes Leben haben wir zusammen im Schatten verbracht. Wir sind eine Einheit. Zwillinge. Wir wurden direkt nach unserer Geburt der dunklen Bruderschaft übergeben.
Wir kehrten als Schattenschuppen nach Schwarzmarsch zurück. Ausgebildet in den Künsten der Heimlichkeit und des Mordes. Gemeinsam haben wir unserer Nation als Spione und Meuchelmörder gedient, wie es alle Schattenschuppen tun. Als wir volljährig wurden, traten wir gemeinsam der Familie bei. Und jetzt sind wir hier. Okay, Auftrag. Ich habe auch mal einen Piraten umgebracht. Das Schiff war zu der Zeit natürlich auf hoher See. Irgendwo zwischen Wardenfell und Solstheim. Das waren noch Zeiten. Ha! Ja, die Route haben wir auch hinter uns. In Morrowind natürlich. Ein geschätztes Familienmitglied. Und möge die Mutter der Nacht euch unter ihre kalten, liebevollen Fittiche nehmen. Okay. Ist hier niemand mehr? Nein. Gehen wir erstmal in den Trainingsraum. Ihr schon wieder? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich brauche keinen Freund. Wenn ihr hier seid, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen, dann los. Nee. Dann halt nicht. Übel riechender Affe. Pö. Ja, liebster Bruder. Kann ich euch irgendwie helfen? Auftrag. Ich bin auf einem Gefängnisschiff gereist. Es war eng und dunkel. Es gibt kaum Platz, um sich zu bewegen, aber dafür viele dunkle Winkel, um sich zu verstecken. Vergesst das nicht. Gut, danke für den Tipp. Viel Glück, Bruder. Ich hoffe, dass ihr nicht getötet werdet. Ich will sagen, ihr wisst schon. Ja, danke. Ihr seid wie ein düsteres Geschenk von der Mutter der Nacht. Sagt, wie kann ich euch helfen? Momentan gar nicht, aber danke. So, hallo Intrigant, hast du einen Tipp für mich? Nein. Euch zu sehen ist wie ein Segen von der Mutter der Nacht. Hallo, mein Bruder. Es ist schön, euch wiederzusehen. Die Mutter der Nacht war dir hoffentlich gewogen. Ja, Auftrag. Piraten, hä? Die sind ziemlich schnell und geschickt mit dem Schwert, aber sie mögen keine Rüstung. Genauso wenig mögen sie Bogen und Zauber. Ja. Mögen eure Pfeile immer ins Schwarze treffen. Ja, das wünsche ich mir auch. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich hoffe, dass euch eure Aufträge viel Freude bereitet haben. Naja, wir haben erst einen Auftrag. Die Marie Elena, sagt ihr? Das Schiff habe ich gesehen. Es hat einen außergewöhnlichen Balkon am Heck. Ich nehme an, er führt direkt zur Kajüte des Kapitäns. Könnte hilfreich sein. Okay, danke. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten, lieber Bruder. Natürlich, willkommen, lieber mein Bruder. Ich weiß, was ihr denkt. Gogron ist zu groß, um zu schleichen. Tja, da habt ihr recht. Ich marschiere einfach los und haue meine Gegner in Stücke. Ha! Auftrag. Aha, euer erster Auftrag. Keine Chance auf einen Bonus, hä? Was soll's? Macht nichts. Was braucht man magische Gegenstände, wenn man Talent hat? Das Gute daran, wenn man das Ziel aus der Nähe tötet, ist, dass man mit ihm sprechen kann. Man kann was richtig Furchteinflößendes sagen. Zum Beispiel hatte ich einmal den Auftrag, ein kleines Nordmädchen bei ihrer Geburtstagsfeier zu töten. Sie fragte mich, ob ich der Clown wäre. Da sagte ich zu ihr, nein, ich bin ein Bote des Todes. Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Egal, die wird keine 6 Jahre mehr alt. Okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen grausam. Gute Jagd, mein Bruder. Aber naja, so ist eben das Leben als Meuchelmörder. Ich wollte mit euch reden. Aber gewiss, was bereitet euch so? Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Töten wir einen Piratenkapitän. Zum Hafenviertel.
Das ist offenbar das Schiff. Ihr seid heil. Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Ohne Zweifel. Aha. Ihr glaubt, es könnte euch gelingen, euch in dieser Kiste zu verbergen und so auf das Piratenschiff Marie-Elena gebracht zu werden? Wollt ihr euch in der Kiste verstecken oder lieber euren eigenen Weg an Bord finden? Nicht in der Kiste verstecken. Kennt ihr jemanden, der mit Wetten an den Nierenwurz? Diese Kiste. Nicht in der Kiste verstecken. So, wir speichern. Sehr schwer. Das ist mir egal. Oh, Mist. Wir haben ja genügend Dietriche. Mist. Mist. Das hätte eigentlich klappen müssen. Naja, vielleicht habe ich schlechte Augen heute. Aber jetzt. Ich habe mir Zugang zur Kapitänskajüte des Schiffs Marie-Elena verschafft. Ich muss jetzt Gaston Tissat töten. Nirnwurz! Bevor das Schiff dann vielleicht sogar weg ist, nehme ich mir noch die ganzen Sachen hier. Okay, das brauche ich jetzt aber nicht. Ja, nein. Halt, mach mal, das... Das zieht als Auftragsbeute beim Auftrag. Untergang des Schneeprinzen. Das... Nehmen wir... Haben wir das nicht schon gelesen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Notiz. Entfernt zuerst den Deckel. Greift hinein und nehmt alle Teile heraus. Achtet dabei auf ihre Reihenfolge. Setzt die Schnitzerei auf die Stange. Fügt die Stange wieder in den Hohlraum ein. Legt die Teile wieder in die Reihenfolge hinein, in der sie entfernt habt. Versiegelt den Deckel mit Kienteer. Ah ja. Was da wohl drin ist? Mist, jetzt habe ich gezögert. Mist. So, jetzt. Smaragd, 2 makellose Perlen und 100 Gold. Sehr schön. Mitteldeck. Stadt. Okay. Oh, das ist auch noch was. Ah, mal sehen, ob wir hier irgendwas haben, was wir noch nicht kennen. Der wahre Berenze. Ich glaube, den haben wir nur gestohlen. Würde ich mitnehmen. So, speichern wir. Versuchen wir ihn zu bestehlen. Wohllustige Zimmermädchen. Nehmt es. Für mich ist es sowieso wertlos. Okay. Was zum Teufel? Ihr gehört nicht zu meiner Mannschaft. Ihr habt besser eine gute Erklärung auf Lager, wenn ihr dieses Schiff lebendig verlassen wollt, Landratte.
Sagt nichts, der fürchterliche Vater beschwört euch, bald wird euch das Handwerk gelegt, Pirat. Sagt nichts, nein, ich möchte ihm schon mal sagen. Der fürchterliche Vater beschwört euch. Was? Was seid ihr denn für einer? So ein Prediger oder was? Einer dieser Bekloppten von der Kirche? Dafür habe ich keine Zeit. So. Na komm, 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 schlag zu. Au. Schlag zu. Soll ich jetzt etwa... Tja, Gaston Toussaint ist tot. Ich muss jetzt zur Zuflucht zurückkehren und mit Vicente Valtieri sprechen, um eine Belohnung zu erhalten. Nehmen wir die auch noch mit. Ich glaube, die haben wir eventuell noch gar nicht. So, Raubmord. Captain? Kapitän Tussaud, alles in Ordnung, Sir? Wir hörten Lärm, Captain. Wir kommen jetzt rein. Okay, ciao. So. Halt. Gidinal, daher. Ja.